Ja, ich denke, ich habe auch andere Streamer, die zur selben Zeit streamen wie ich oder wo ich halt arbeite und ja, wenn man selber in diesem Zweig tätig ist, dann muss man da irgendwie Kompromisse machen, Opfer eingehen, was auch immer. So, ich habe gerade Paar besiegt, ich habe auch ein Abzeichen bekommen. Abzeichen ist immer gut, Abzeichen bedeutet Waffen. Glaube ich. Ja, eine neue Waffe, Tonitrus. Sehr schön. Moin, Herr Berges, du hast einen Bossfight verpasst. Gerade eben. Wir sind seit 2 Minuten fertig. Endlich wieder S4. Good job. Ach so. Na, gib einfach bei Google. Weiß ich nicht. Was gibt's denn ein? Kannst Speedtest eingeben. Ich glaube, Speedtest sollte ausreichen. Von Ookla ist der ganz gut. Also Doppel-O. KLA. Nee, brauchst du kein Programm für, kannst du auch online machen. Was? Du wurdest rumgereicht wie eine Hafu? Was? Was ich noch sagen wollte, Emzor, es gibt so ein. Habe ich gestern bei Markus im Chat gelesen. Es gibt so ein Add-on für Firefox oder einen Browser oder zumindest ein Player oder so, also ein Plugin. Womit Leute wesentlich weniger Probleme haben bei Twitch, wie bei Twitch-Streams, um die zu gucken. Also, ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Das ist ein bestimmter Player. Könntest du mal recherchieren, ansonsten mache ich's. Also danach im Stream halt, aber ja. Wir kaufen jetzt erstmal Tonitrus. Oh, du bist S2 gestartet. Ja, ich war. Ja, ist ja ein bisschen wie bei mir, ne? Ich war einer Gold-Promo. So, dann gucke ich jetzt mal, ob ich mein Schwert hier noch verbessern kann. Ne, da brauche ich noch 2 Brocken, okay. Oh, eskaliert dann auch mit Arkan. Na, Leute, ich würde sagen. Ja. Das kenne ich, das ist immer so ein Auf und Ab. Und deswegen, ich werde halt auch demnächst mehr LOL zocken, beziehungsweise versuchen, mehr LOL zu streamen auch. Also jetzt nach Bloodborne. Alter, jetzt ist das schon wieder so. Ich dachte erst, oh, übel anstrengend wegen diesen Kackjägern. Und auf einmal, nach relativ kurzem Weg, war da ein Boss, der auf einmal, der irgendwie super schnell down war, weiß ich nicht. Ja, zumindest. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Willkommen da. Was? Tag. Nun gut, lass. Ich möchte eigentlich Arkan skillen, aber das sind 7 Level, die ich in Arkan haben muss und so weiter. Sieben Level. Aber ich mach's einfach. Vor allem Arkan bringt mir dann sogar was. Wenn es auf B skaliert mit Dings, ist ja nicht schlecht, ne? Also auf dem Schwert, von daher ist es ja okay. So, Himmelchen. So, dann gehen wir. Twitch TV Stream Browser? Oh ne, das kenne ich nicht. Das ist irgend so ein komischer Player. Mir wäre, als ob irgendwas mit A war, aber ich bin mir auch nicht sicher. ETF. Friedhof der Dunkelbestie. Lol. Gehe ich da jetzt mal hin? Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt quasi ein Kreis in der Welt geschlossen hat. Das könnte ja natürlich auch sein. Weil wenn wir jetzt wieder in Altjanam sind. Oder wir sind in einem Gebiet in Altjanam, wo wir vorher noch nicht waren. Das könnte auch sein. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Oh, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Hey, Wotzi. Ja. Wotzi sind, glaube ich, auch
Ja, das hier ist die Brücke, da oben geht, ist der Turm, wo es hochgeht, okay. Also hat sich jetzt mehr oder weniger ein Kreis geschlossen. One-Hit. GG. Oh, kein One-Hit. Oh, boy. Hat er Angst vor Feuer? Also frage ich mich, entweder hat sich jetzt einfach nur, aber dann erschließt sich die Tür für mich nicht so ganz. Komm her. Ja, super, Gutscheinscherben. Witzig. Also ich meine, was soll ich denn dann hier? TF? Was ist das? Was ist das? Ach so, das hier ist das mit der Hängebestie. Na, ist die Hängebestie jetzt nur ein Boss oder nicht? Ach so, und die haben jetzt rote Augen. Wir jetzt hier gleich einen zweiten Bossfight. Finde ich interessant. Aber auch komisch. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber das ist schon ein komisches Viech, oder? Du hast 24 hoch, nee, runter und 6 hoch. Ja, damit sollte es eigentlich dann klappen, ne? Klingt ja auch interessant. Streams. Alter, dieses Viech, ey. Ich erwarte nur darauf, dass das mal aufwacht. Genau, und hier war ja nur was. Und wie war hier? Ritualblut oder sowas? Ich weiß nicht, oder ich weiß es echt nicht mehr. Ja, hier sind einfach nur Vögel. Ja, sogar die Krähen machen mir jetzt halt super wenig Schaden. Also ich meine, wenn die mich sonst so voll getroffen haben, dann haben die ja ganz schön reingehauen. Da hängt was. Guckt euch das mal an. Da hängt was. Seht ihr das? Vielleicht wenn ich die Fackel ausmache, ist es dann besser zu sehen? Da bumst was das Haus. Ist ja unerhört. Weil ich mir auch gerade auffällt. Okay, hier geht's. Da will ich nicht hin. Ich will erstmal das Hausgebumse da abstellen. Wer bumst denn da bitte das Haus? Mir ist aufgefallen, wir sind, glaube ich, bei der Brücke nie nach links gegangen. Oder geht's hier schon nach links? Hier ist die Brücke. Ja, aber nee, hä? Passt auch nicht. Halt die Fresse! Du hast einen Boss verpasst. Glaube ich. Ja. Du hast Dunkelbestie Pal verpasst. Hallo? Guten Tag? Hallo.
So. Ausbumshund. Weg mit dir. Komm mit. Komm mit. Ich führe dich, Gassi. Okay, also auch nichts Besonderes. Ja, wir haben einen Boss erlegt. Dunkelbestie Pal. Da hinten ist ja nur die Blutbestie gewesen. Ich bin zu Jonasen ein wenig verwirrt. Was ich hier soll. Vor allen Dingen bin ich verwirrt, wo es jetzt weitergeht. Na, warte mal. Ich geh mal in den Traum des Jägers zurück. Weil in dem Dorf, in dem unsichtbaren Dorf, waren da eigentlich noch ein paar. Also. Wir wurden das erste Mal dahin verschleppt von den Sackmännern. Nee, erstaunlicherweise war das ein First Try und ich habe einfach nur niedergemetzelt und der Fight war irgendwie in 10, 20 Sekunden, 20 vielleicht, 20 Sekunden oder so war der Fight auf einmal vorbei. Weiß nicht, irgendwie war das Viech zu groß für uns. Also es war übelst mobil und relativ groß. Aber es, ich habe das Gefühl, es ist immer über uns rübergesprungen und ja. Dann war es tot. So. Und zwar will ich nämlich ins unterirdische Gefängnis. Bei der war ich da. Ich weiß nicht. Da geht's nicht hin. Warte mal, ich würde auch gerne mal nach Burgenworth gehen. Da ist ja noch ein Jäger. Ich überlege, ob ich den versuche, platt zu machen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen stärker geworden. Bisschen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen planlos. Wenn ich da nicht hinkomme, was mache ich dann? Was soll ich in Altjahr... Also, was soll ich in Altjahr haben? Sollte ich nochmal zu dem... Das macht auch keinen Sinn. Da kann ich... Na, müsste ich ausprobieren. Wenn ich mit... Wenn ich nicht zur Lampe teleportieren kann von der Kirche, also von der Kathedrale, wo die Bestie drin war, dann gehe ich da vielleicht nochmal hin. Jo, ist gleich im Zoo. Weiß ich mir dann immer noch nicht erschließt, warum ich da dann diese Tür dafür brauche. Einfach in die Ecke drängen, den Boy. Nee, gezaubert wird hier nicht. Alter, kannst du mal deinen scheiß Sprüher da wegstecken hier? Es riecht ja schon schön. Schön moderig. Nee, das darf er nicht. Das darf er nicht. Ach, komm. Ich wollte gerade sagen, er darf nur nicht in die Hände klatschen und seinen Todeszauber machen, ey. Nein. Aber auch hier wahrscheinlich wieder die beste. Ich hätte ihn halt... Hätte ich ihn geparried, wäre er schon längst tot. Aber ich war immer ein bisschen zu früh. Die beste Möglichkeit wahrscheinlich, ihn einfach in eine Ecke drängen und kaputt schlagen. Und gucken dann, wenn man die Stamina durchgeprügelt hat, wenn er dann zum Gegenangriff ausholt, parryen, Herz rausreißen, sodass du in dem ganzen Move und so, Finisher-Scheiß, deine Stamina regenerierst und dann wieder drauf prügelst. Das ist der Plan.
Hallo. Was sind denn das für geile Frames? Ja, und auf einmal kam der Wahnsinn über uns. Das Vieh ist so hochgesprungen und wir konnten nicht es töten. So komisch, dass der Wahnsinn immer weiter steigt. Seltsam. Kommt hier der Krepelmann? Ist der hier? Der ist da oben. Oh. Komm runter, Junge. Ja, es war ein bisschen komisch. Ich wollte mich ja unter ihm durchrollen beim ersten. Und es ging nicht. Das hat mich ein bisschen frustriert. So, wo ist der Penismann? Ah, hier. Nix Magie hier, nix Penis. Einfach tot. Weil das ist wieder so ein Typ, der so einen Schlauch aus dem Kopf holen kann. Und dich dann auslutschen will. Aber so nicht. Woo! So. Round 2 gegen Knechto, den Jäger. Na, Knechto. Schade, ich habe nicht geparried. Fuck you, fucking fuck, shit, fuck. Um das mal klar zu sagen. Alter! Da hat der Lock halt gesponnen. Ich wollte auf ihn einschlagen und hab irgendwie gegen die Wand geschlagen, ey. Naja. Heute sterbe ich ein bisschen öfter. Aber ich hab einen Boss erlegt. Ich hab die drei komischen NPC-Jäger erlegt, wenn auch mit Viege sterbe. Wir haben eine neue Waffe. Der hier. Nur Erfolge, ja? Tode sind, nehme ich in Kauf. Das ist ja das Motivierende an dem Spiel, ja? Dass man weitermacht. Neuer Rekord, ehrlich? Na ja, gut, ich bin bestimmt schon öfter gestorben in einem Stream. Nur haben wir da noch nicht den Death Counter gehabt. Mir fallen da so ein paar Streams ein, wo ich noch öfter krepiert bin. Oh, und jetzt sind anscheinend auch unsere Blutfiolen langsam aufgebraucht. Muss ich wieder farmen gehen. Hallo, hallo, danke. Hallo. Oh, danke schön, dass du mich nicht mit deinen Tentakeln triffst. Ernsthaft? Ich kann ihn nicht. Das war eine Frau? Blaues Elixier und Blutsamen. Also die Jäger bringen uns Blutsamen, die wir dann der Königin bringen können. So, was für mich nochmal wichtig ist, wo ist Alfred? Weil Alfred ist ja der Jünger hier gewesen von dem Boy. Kann ich den töten? Oh.
Ich mach's halt. Auge. Auge? Das ist doch, das war so eine Eidrune. Ja, okay. Ich hab, ja, der Typ, ich weiß, der war Willem, ne? Willem hieß der, glaube ich. Habe ich ihn halt einfach getötet. Ist okay. Damit kann ich leben. Ja, weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne ja die ganzen NPC-Quests und so noch nicht. Und wenn ich ein NG Plus machen sollte oder so, vielleicht, mal sehen. Dann könnte man sich den ganzen Schmarrn dann noch angucken. Gut, zu dem wollte ich. Ich wollte gucken, ob der irgendwas kann. Konnte er nicht. Der hat nur wieder auf den See gezeigt. Sollten wir vielleicht mal zum See gehen? Nee, oder? Ich meine, wer soll da noch sein? Rom ist ja tot. Wir machen es trotzdem mal, wenn wir schon mal hier sind. Und dann, ich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht weiter. Ich würde gern wissen, wo Alfred ist. Weil ich ihn entweder töten will oder sagen will, hier, geh mal nach Kanehurst. Okay, also hier ist nur Leuchtfeuer. Also, ja. Lampe. Nichts Neues. Gut, wie geht's weiter nach der Blitzbestie Pal? Wie geht es weiter? Popeita. Willkommen, was? Guter Jäger. Reden. Einfach mal reden. Eure Anwesenheit, ich spüre alte Echos. Sie fließen in euren Adern. Nun gut, lass. Okay, skillen kann ich nicht, weil mir ein paar Punkte fehlen. 1000, nicht mal. Überlege ich, ob ich jetzt ein Dings mache. Ob ich hier mal so eine Seele plappe und dann. Also so ein Kaltblut. Und dann skillen kann. Ich glaube, das mache ich. Moment, ich habe was bekommen. Erstmal gucke ich mir dieses komische Ding an. Warte mal. Das kann ich ja so machen, oder? Hallo? Auge. Mehr Gegenstände von gefallenen Gegnern. Aha. Aha. Ach so, und das ist kein Schwur. Das ist kein Schwur. Das ist kein Schwur. So. Das ist kein Schwur. Das ist kein Schwur. Das ist. Und das ist Mond. Die sehen aber anders aus. Die hier sind ja immer nur so grau und eingeritzt. Oh, das hier nicht. Aber naja. Not schlecht, Herr Specht. Fällt mir gerade auf. Muss kurz noch was machen. Okay, nee, muss ich nicht. So, ja gut. Leute, sagt mir bitte, wo es weitergeht. Wo könnte ich weitermachen? Das heißt, gib mal bitte Rechte. Upf. Und ja, Emzor kannst du machen. Kannst du einen Link permitten. Kannst du machen. Oh, du hast unten bitte geschrieben. Ah, dann ist okay. Sorry. Ich nehme alles zurück. Ah. Okay. Kaltblut. Gib mir Kaltblut. War leider ein ganz kleines hier. Da ist ja immer der Rang dahinter. Oh, ein Zweier? Ja, das sollte reichen. Sehr schön. Willkommen daheim. Was? Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Okay. Jetzt schließt die Augen. Will der Orb wieder prahlen? Prahlen will er. Nur prahlen. Hallo Asna.